Video der Trading University 24. Im aktuellen Video wollen wir uns einmal anschauen, wie wir unsere Order nicht über den One-Click-Trader, sondern über die Markttiefe platzieren. So haben wir nämlich automatisch die Möglichkeit, neben dem Volumen, was wir vordefinieren können, auch gleich unsere Take-Profit- und Stop-Loss-Kurse im Markt zu platzieren und diese nicht manuell im Nachgang einzuführen. Das heißt, um dieses Markttiefe-Tool einzuführen, nehmen wir einfach den Hintergrund unseres Screens, drücken die rechte Maustaste und wir sehen, haben dann in diesem Pop-up-Fenster unser sogenanntes Markttiefe-Tool. Das können wir uns irgendwo in unserem Chart hier platzieren. Ich platziere das mal hier oben rechts in der Ecke. Und wir sehen, wir haben hier unten die Möglichkeit, einmal das Volumen vorzudefinieren, mit welchem wir in den Handel gehen wollen. Und wir können natürlich hier auf der rechten Seite sowohl den Take-Profit als auch den Stop-Loss-Kurs vordefinieren und müssen diese dann nicht manuell im Markt platzieren. Hier eine Besonderheit, wenn wir zum Beispiel bei Indizes handeln wollen, müssen wir etwas beachten, weil die Einstellung hier in Pips fungiert. Das heißt, wenn wir einen Take-Profit von 10 Punkten haben wollen, müssen wir hier unten natürlich eine 1000 eingeben. Das heißt, wir müssen das umrechnen. Um 10 Punkte zu haben, müssen wir hier die 1000 Pips eingeben. Und dasselbe auf der anderen Seite natürlich auch beim Stop-Loss-Kurs. Um 10 Punkte Risiko hier zu definieren, müssen wir hier eine 1000 eingeben. Ja, und jetzt hat dieses Tool den größten Vorteil. Ich drücke jetzt mal unsere Buy-Taste und wir sehen, neben dem Eröffnungskurs werden auch automatisch gleich 10 Punkte höher und 10 Punkte tiefer, so wie wir es vordefiniert haben, auch entsprechend gleich unsere Position der Take-Profit- und Stop-Loss-Kurse im Markt platziert. Und wir haben eine weitere Möglichkeit über dieses Tool, über dieses Trading Panel. Wir müssen unsere Order nicht über das Terminal bedienen, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit, wir sehen, wir haben hier einen Schließen-Button drin. Das heißt, wir können diese Order auch, wenn wir im Vorfeld diese Order schließen wollen, dementsprechend das Ganze hier auch über unser Terminal ziehen. Wir sehen, der Trade läuft in den Gewinn. Ich möchte ihn jetzt aus irgendeinem Grund schließen. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, diese Order direkt anzusteuern aus diesem Markttiefe-Panel. Und haben, wie gesagt, hier mit dem großen Vorteil, wir können im Vorfeld bereits Stop-Loss und Take-Profit in diese Order platzieren. Und beim Order platzieren am Markt werden dann diese Kurse entsprechend der Voreinstellung dann hier auch automatisch mit übernommen.